Ja, ich bin jetzt hier am Stand von O&S und an meiner Seite ist Uwe. Hallo Uwe. Hallo. Erzähl mal ein bisschen, was habt ihr mitgebracht? Ja, wir haben heute unseren PSA-Stand hier mitgebracht. Wir sind ein klassischer Hygienikocenter hier in Baden-Württemberg und bieten heute unser komplettes PSA-Sortiment an. Und ihr habt noch jemanden mitgebracht. Hallo, wer bist du denn? Hi, ich bin Franziska. Schön, dich kennenzulernen. Hallo Franziska, was machst du denn so? Okay, ich rappe für dich. Yeah, yeah. Ich bin dein Leopold, mach jeden Staub und Dreck weg. Komm und tanz mit mir, tanz, ich hab den heißesten Rap. Mit mir spielen bringt Spaß, denn ich bin extrem cool. Bring deine Welt zum Leuchten, hey, bei mir bist du safe. Also Franziska ist sozusagen ein Reinigungsroboter, ist das richtig? Richtig, genau. Man kann die Franzi da einsetzen, wo es um monotone, schwierige Arbeiten mitgeht. Also überall dort, wo der Körper des Menschen beansprucht wird, ist die Franzi eine gute Alternative. Also es ist sozusagen das Thema Arbeitsschutz in dem Sinne, dass man einfach die Mitarbeiter ein bisschen entlastet. Genau. Ergonomisches Arbeiten ist das Stichwort. Überall dort, wo es ergonomisch schwierig ist, kann man die Franzi mit einsetzen. Sehr gut, vielen Dank, Uwe. Und falls ihr jetzt Franzi und Uwe persönlich kennenlernen möchtet, dann kommt doch einfach beim Stand von O&S vorbei.